Hallo und herzlich willkommen zu Wiesengaudi TV. Ich habe gerade die Antonia bei mir. Antonia, wie geht's dir denn? Mir geht's blendend. Also bei so einem Wetter und auf der Wiese sowieso, da kann es einem nur gut gehen. Was machst du heute hier genau? Ja, ich bin ja eigentlich jedes Jahr auf der Wiesn und ich habe auch am Freitag jetzt meine große Oktoberfest-Tour in 4 Wochen 35 Auftritte, aber jetzt ist sozusagen hier der Startschuss, weil ich ja jetzt endlich wieder mal einen richtigen Wiesn-Hit dabei habe. Ja. Magst du mal ganz kurz ein paar Takte von deinem Wiesn-Hit exklusiv für unsere Wiesn-Gaudi-TV-Zuschauer singen? Bitteschön, Antonia. Alle gehen auf die Wiesn, da muss jeder mal hin, das ist bewiesen. Wir haben Händel, Bier und all den Rest. Denn wir feiern hier Oktoberfest. Ja, alle gehen auf die Wiesen. Und ich natürlich auch. Das geht super ins Ohr auf jeden Fall. Ja. Händel, Bier oder was magst du am allerliebsten auf der Wiesen? Also so ein knuspriges Händel oder eine Schweinshaxe ist schon der Hammer. Also das muss man hier einfach genießen. Da muss man alle Sünden mal genießen und alles hier probieren. Schmeckt gutes Händel, oder? Ja. Die Leute sind immer so zufrieden auf der Wiesn, es ist herrlich, oder? Ja, es ist wunderbar. Also wir genießen das schon immer. Es ist zwar immer schon Trubel und Tumult und es ist auch gar nicht so einfach, weil ich bin, wenn ich mal am Autogramm schreiben bin oder so, dann hänge ich lange, aber es macht immer wieder Spaß und es ist schön hier zu sein. So Antonia, du als schlanke, zierliche Frau, ein Tipp für die weiblichen Zuschauer. Wie geht das Händel wieder runter? Naja, es ist gar nicht so schlimm, weil auf der Wiesn haben wir ja meistens Dirndl an und die Dirndl kaschieren ja recht schön. Da kann man ja schnüren, kann man entweder mal ein bisschen weiter oder ein bisschen enger machen und das ist perfekt. In Dirndl ist man immer als Frau gut gekleidet und da ist egal, wenn hier mal ein paar Händel drinnen sind. Jetzt hast du mir gerade vorher schon erzählt, das Dirndl ist aus deiner eigenen Kollektion. Ja. Wie lange machst du schon Dirndl? Also ist jetzt meine zweite Kollektion gewesen, die leider schon wieder ausverkauft ist, bevor die Wiesn überhaupt anfängt. Also es läuft wunderbar und ich habe total Gefallen dran gefunden, überhaupt so kreativ zu sein und endlich mal das auch nach außen zu bringen. Ich habe ja vor 10 Jahren schon meine Dirndl selber kreiert und machen lassen und da gab es sowas noch gar nicht, so moderne Glitzer-Dirndl und es ist ja jetzt alles im Kommen und ich freue mich total, dass die Leute so drauf abwarten und dass denen gefällt und heute habe ich mal eine etwas längere Variante an. Bist du sonst irgendwie noch flippiger und noch kürzer unterwegs? Ja, normal noch ein bisschen kürzer, das stimmt. Was macht denn für dich ein absolut schönes Dirndl aus? Also ein Dirndl ist natürlich immer schön, wenn es ein tolles Dekolleté hat, aber ansonsten bin ich eigentlich sehr, sehr offen. Mir gefällt sowohl das Traditionelle als auch das bisschen Verrücktere, das Glitzernde, das Andere. Also ich finde, alles ist erlaubt, meiner Meinung nach, und jeder soll das tragen, was ihm gefällt. Würde man dich jetzt auch in der Lederhosen sehen oder bin ich jetzt hier fehl am Platz? Nee, ich habe auch Lederhosen, aber bei mir ist die Lederhosen dann zum Beispiel grün, giftgrün. Na, ich habe wenigstens pinke Hirsche, das ist doch schon mal was. Erzähl uns noch mal was von deiner Wiesn. Was erwartet uns noch die nächsten Wochen oder die nächsten 10 Tage Oktoberfest mit dir? Also Oktoberfest ist heute der einzige Tag. Wie gesagt, am Freitag startet bei mir die große Tour, weil nicht nur in München, sondern mittlerweile in ganz Deutschland, sogar in Luxemburg bin ich in Österreich bei Wiesnfesten, bei Oktoberfesten. Und es sind, wie gesagt, in 4 Wochen jetzt 35 Auftritte. Das wird schon eine sehr stressige Zeit werden. Aber ich freue mich riesig drauf und da wird schön gefeiert. Antonia, schön, dass du bei uns warst. Darf ich dir ein kleines Andenken von Wiesengaudi überreichen? Schau mal, von uns für dich, die Antonia, die mit unserem Wiesengaudi TV Herzl. Dein kleines Nachspeisel für nachher, danke, vielleicht, meine Liebe. Danke. Vielen Dank. Dir. Baba.